So Leute, ich bin jetzt bei der Max-Halle angekommen. Hier hinter mir sind schon die Leute. Echt krass, wie viele Leute da um 9 Uhr morgens schon anstehen, nur um Erster zu sein. Ja, ich stelle mich mal dazu. So aufgeregt, was das wird. The game. That's the back of my head doing one of my day jobs, probably the day job that I'm best known for. But we're going to talk about the way my life has changed and the way that I've tried to change the game. All the tears in your eyes, they got me burning up inside. Auf jeden Fall, wer auf uns zugestoßen ist, dieser Typ da hat eine Karte gewonnen und schaut hier hinter den ganzen Stände an, die es hier alle gibt. When I found you. You have to remember that the game always remains the same. Bitcoin is not a currency, it is much, much more. Bitcoin ist natürlich die Mutter aller dieser Kryptowährungen. It's a game changer hin Richtung Innovation. Debatten werden sich nicht fürchten müssen. Wer ein Gamechanger sein will, der geht seinen Weg. Ich denke, dass Österreich sehr wohl das Potenzial hat, da mitzuspielen. Wir bräuchten entrepreneurship Bildung in der Mittelschule. Das war ein wichtiger Schritt, ins Ausland zu gehen, um als Österreicherin, als erfolgreiche Österreicherin in Österreich wahrgenommen zu werden. Was wir sehen in den letzten Jahren, ist einfach grundsätzlich, dass sich Österreich extrem gut entwickelt im Startup-Bereich. Mehr daran glauben, dass wir selbst etwas verändern können. Wir haben das Glück, in einer Zeit zu leben, wo man das wirklich kann. I enjoy learning from both humans and other robots. Die Möglichkeiten in der digitalen Welt
sind einzigartig, egal wo du sitzt. Servus vom Tag 2 des 4 Game Changer Events in Wien. Ich bin hier wieder in der vor der Max-Halle und hinter mir sind heute noch nicht so viele Leute, aber ich bin auch extrem früh da und ja, ich bin schon mega gespannt, was der Haupttag zu bieten hat. Und das sage ich nicht, um anzugeben, sondern einfach, um zu zeigen, wenn man selbst das Zepter des Erfolges in die Hand nimmt, wenn man das Schicksal selbst in die Hand nimmt, dann hat man die Chance, auch Dinge zu erreichen. Aber die Schlüssel dafür sind aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung immer die gleichen. Und das sind die 5 Steps to Success. Egal, ob ich mit meinem Körper eine Veränderung schaffen will, ob ich beruflich erfolgreich werden will, ob ich meine eigene Mitte finden will oder vielleicht den Mann oder die Frau fürs Leben. Aus meiner Sicht sind diese Schritte immer die gleichen. Und es beginnt alles im Leben mit einer Vision, mit einer Idee, vielleicht sogar mit einem Traum von dem, was ich gerne erreichen will. Also mit dem Ziel. Ich sage gerne, wenn ich kein Ziel habe, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich ganz woanders ankomme und dann denke, was mache ich hier eigentlich? Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, habe ich keine Idee, wo lang ich gehen soll. Und das ist der zweite Schritt. Das zweite ist, du brauchst einen Plan für das, was du erreichen willst. Egal, ob ich Influencer werden will, ob ich Menschen helfen will, ob ich Menschen motivieren will, ob ich abnehmen will, du brauchst einen Plan. Wenn du keinen Plan hast, wenn du auf der völlig falschen Straße läufst, kannst du nirgendwo ankommen. Also,
ein klarer Plan und das Verständnis für mich selbst, ob ich diesen Plan auch erfüllen kann. Wenn ich 1,50 Meter groß bin, als Mann oder auch als Frau, und ich möchte gerne Schwergewichtsbox-Weltmeister werden, da kann ich motiviert sein, wie ich will. Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, weil einfach die Grundvoraussetzungen nicht da sind. Ich muss also für mich selbst ganz klar erörtern, habe ich nicht nur das Selbstbewusstsein und das Bewusstsein, sondern auch die Möglichkeiten, es zu schaffen. Und das Dritte, und in meiner Erfahrung ist das, was am meisten Probleme schafft für die Menschen, ist Commitment. Und mit Commitment meine ich nicht Commitment anderen Menschen gegenüber, sondern das Commitment mir selbst gegenüber. Vielleicht kennt ihr das, am Anfang des Jahres gibt es ganz viele Menschen, ihr gehört sicherlich nicht dazu, die sagen, also in diesem Jahr, da schaffe ich was, da habe ich gute Vorsätze, ich höre auf zu rauchen, ich will weniger essen, ich mache mehr Sport und so weiter und so fort. Das sagen diese Menschen zwar, aber oftmals, vielleicht habt ihr das von Freunden oder Bekannten schon erlebt, sind es nur Phrasen, aber kein Commitment, kein Versprechen mir selbst gegenüber, kein Vertrag mit mir als Mensch, dass ich mich ernst nehme und sage, okay, ich gehe diesen Weg jetzt wirklich. Und nach diesem Commitment, nach dieser Entscheidung, kommt der Weg, das Loslegen, das Durchziehen, das Machen, das Tun. Und ihr alle wisst schon, dass Erfolg niemals, und dass der Weg niemals linear ist. Es geht niemals, also vielleicht hat jemand von euch das schon erlebt, ich nicht, aber es geht niemals so nach oben. Sondern ihr wisst es alle, es ist wie das Meer, das stürmische Meer. Ja? Es gibt immer Wellenbewegung, mal geht's hoch, mal geht's runter. Und da geht es darum, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Klar zu wissen, wo ich eigentlich hin will und nicht bei der ersten Welle zu sagen, okay, ich gehe unter und ich gebe auf. Das Schöne ist danach, als letzter Punkt, als Punkt 5, und das ist der größte Motor, das beste Benzin, um weiterzumachen, kommt der Erfolg. Das können kleine Teilerfolge sein, das kann der große Enderfolg sein. Aber wenn ihr das spürt, wenn du das spürst, dass du selbst diesen Erfolg möglich gemacht hast, dann verstehst du für dich selbst auch, dass du das Zepter deines Erfolges in der Hand hast und dass du dafür sorgst, was in deinem Leben passiert. Egal, ob du Influencer bist, ob du Ernährungsberater bist, ob du Fitnesscoach bist oder was auch immer. Das war was, was ich euch unglaublich gerne noch mitteilen wollte in der Kürze der Zeit. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit hier und seid schön Game Changer. Vielen Dank. So Leute, das 4 Game Changers Festival ist vorbei. Hinter mir spielt noch Julian The Play und für mich geht es jetzt ab nach Hause. Es war echt krass, ich konnte viele Impressionen mitnehmen und ja, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich als Influencer. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got my... So Leute, das waren meine Eindrücke vom 4 Game Changers Festival 2018. Es war echt krass und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like und einen Kommentar da. Würde mich echt freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos dabei wärt. Und ja, wir sehen uns. Ciao.